Das Grundbedürfnis unserer Kunden ist, möglichst viel ihrer Dachfläche für die Produktion von Strom aus Sonnenenergie zu nutzen. Dafür müssen wir die Dachfläche möglichst genau vermessen. Eine auch heute noch weit verbreitete Methode dafür ist das Zählen von Ziegeln. Dies ist aber je nach Dachtyp und Hindernissen wie Luken, Kamine oder Fenster häufig ungenau oder sogar gefährlich. Daher haben wir bei CKW einen einfacheren und digitaleren Weg gesucht, um die Dächer unserer Kunden zu vermessen. Und mit dem Abfliegen der Gebäude per Drohne haben wir eine solche Lösung gefunden. Der riesengroße Vorteil an der Drohnenvermessung von Gebäuden für uns ist im Alltag, dass wir nicht auf die Gebäude steigen müssen, beim Kunden, um das Dachmass zu nehmen, sondern wir können vom Boden aus die Gebäude abfliegen, haben alle Details und gerade anschliessend dann auch digital alle Masse zur Verfügung. Es ist bemerkenswert, wie einfach wir unsere Kolleginnen und Kollegen in der Konfiguration der Drohne schulen können. Elisa plant einfach via App die Flugroute. Für die Dachfläche führt sie eine sogenannte Grid Mission durch. Die Drohne fliegt auf einer X- und einer Y-Achse über das Gebäude und nimmt die Dachfläche auf. Für Solarpanels auf der Fassade braucht es ein vollständiges 3D-Modell der Gebäudehülle. Elisa führt dafür eine sogenannte Circular Mission durch. Die Drohne fliegt dann in einem Kreis um das Gebäude und macht Aufnahmen der Wände. Die Bilder werden laufend auf einen Projektordner in der Cloud geladen. Wenn wir die Aufnahmen aus der Grid und der Circular Mission kombinieren, erhalten wir ein vollständiges 3D-Modell der Gebäudehülle der Anlage. Wechseln wir nun in unser CKW-Büro. Hier arbeitet Samuel Villiger, einer unserer Projektleiter. In der Software kann er nun die Dachfläche ausmessen und im 3D-Modell sogar die Höhe von Hindernissen auslesen. Durch den 3D-Modus kann Samuel auch komplexere Messungen machen, wie dieses Hindernis in der Mitte. Das alles ist sehr intuitiv bedienbar und exakt. Nachdem er das Gebäudemodell nachgebaut hat, kann er mit der Planung der Solaranlage starten. Wir sind viel effizienter unterwegs und es sorgt immer wieder für Freude bei den Kunden, wenn wir mit der Drohne kommen und auch uns macht es Spass.